Wie gesagt, ich will mal Schiedsrichter beim Gangbang werden. Heißt, du ziehst mich, räum mal dein Zimmer auf. Hallo, meine lieben Freunde der guten rechten Unterhaltung. Du hast dich versprochen, das heißt schlechten Unterhaltung. Der schlechten Unterhaltung. Ja, geht doch. Du kannst es doch, du willst bloß nicht. Willkommen zu Folge 5. Oh, ja. Ich bin total motiviert. Ich heiße Bernd, der Brot. Das Brot? Guten Tag, mein Name ist Max, das Brot. Genau. Und da ist schon wieder ein Baum gewachsen. Och Mann. Die neue Kinderserie für Pädophile. Wie schnell geht denn hier wieder der Hunger runter? Was ist denn das hier? Ja, Zombiefleisch ist nicht sehr nahrhaft. Ja, ich weiß. Ich muss das mal... eigentlich ernähre ich mich ja gar nicht vegetarisch, aber ein bisschen Apfel essen muss ja sein. Ja. Ich habe leider keine Apfel mehr. Ich habe leider keine Äpfel mehr. Und außerdem brauche ich ja mein MacBook noch, ne? Badumtsch. Ja. Badum. Dumm trifft's gut. Genau. So, ich muss mich hier aber ordentlich hinplatzieren mit diesem. Die hier vor dem Haus noch rumstehen, die gehören ja hinters Haus. Ja. Und die ganzen Birkensäpplings können wir da vernichten. Im Ofen. Ui. War das? Also hier an die Entwickler von Mojang. Man soll demnächst alles im Ofen verbrennen können. Auch Eichensetzlinge. Und Birkensetzlinge. Und Bell. Ich weiß zwar nicht, was Bell ist, aber das auf jeden Fall auch. Ja. Vor allem das wahrscheinlich. War ich ganz sicher, aber das auch. Ja. Auf jeden Fall. Und warum steht hier ein halb angenagter Baum? Keine Ahnung. Es hat ein Stück gefehlt. Vielleicht ein Creeper oder scheiß so. Scheiß Birkenbäume müssen auch. Ach scheiße, ich hab das Piep. Ach schon wieder, ich hab das Piep vergessen. Du kannst dich ruhig emotional korrekt ausdrücken. Piep, 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 piep. Das heißt, das Piep kannst du weglassen. Das kann ich auch noch im Nachhinein einfügen, wenn es dein innigster Wunsch ist. Lass das mal lieber. Das willst du nicht hören. Was ich da so emotional ausdrücke. Ah, er drückt was aus. Ausquetschen wäre schlimmer. Oh, sehr abartig. So. Da hast du dich verdrückt ausgekehrt. Verkehrt ausgedrückt. So rum. Lustig. Haha. Ich kann mal. Fickt eingeschädelt, ne? Ich kann mal aus unseren Knöchelchen ein bisschen Knochenmehl bauen, ne? Ja. 9 Knochenmehl. Oh. Ja! Aus 4 Knochenmehl ist ein Baum geworden. Ich baue mir mal hier so ein Buzzer ein mit Badumtsch. Das würden wir wahrscheinlich noch öfters brauchen. Ja. So wie ich uns kenne. Entschuldigung für diesen kleinen Aussetzer, ich musste schnell mal husten. Ja. Ach so, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich bin krank. Ja, ich bin noch seit 2 Tagen krank. Beziehungsweise, ihr seht ja jetzt erst. Bei mir schreien Leute durchs Haus. Ja, man hört es dezent im Hintergrund. Und? Nein, und? Haben wir nicht. Ah. Das ist mein Großonkel. Bei mir zum Glück nicht. Mein Mütterchen hat mein Peterchen zum Aufräumen verdonnert und ist Ruhe grad. Was heißt zum Verdonnert? Nee, wir wollen ja ein Zimmer renovieren und das ist sozusagen die Rumpelkammer.
Und da mein Väterchen ziemlich viel in der Rumpelkammer produziert, hat jetzt halt mein Mütterchen gesagt, da, da, da. Heißt, du ziehst mich räum mal dein Zimmer auf. Ah, dein Vater schläft in einer Rumpelkammer. Ja. Aber der ist ja nur zwei Wochenenden in der Woche zu Hause. Im Monat. Also es ist auch nicht schlimm. Nö. Wenn er dann in der Abstellkammer schläft. Weißt du, die Abstellkammer ist bestimmt so klein, dass er dann im Stehen schlafen muss. Nein, nein, da passt schon. Das ist eigentlich mal das Gästezimmer gewesen, aber da wir... Naja. Muss Papa jetzt im Gästezimmer schlafen. Und da ist es nur dezent staubig. Aber... Und ich so, nur mal als Frage, haben deine Eltern kein Ehebett? Was? Haben deine Eltern kein Ehebett? Doch, da schlafe ich drin. Ah, und wo schläft deine Mutter? Auf dem Sofa, weil Hund und so. Und wenn Hund sagt, ich muss jetzt mal pullern gehen, Papa, gehst du mit mir pullern? Dann nicht durchs ganze Haus rennen und das ganze Familie wecken. Ah. Deswegen auf das Sofa neben das Tür. So rausgehen. Schön. Einen idyllischeren Platz schlafen kann man sich auch nicht aussuchen. Ja. Ich habe mir jetzt ans Bettende mein Keyboard stellen müssen und ich merke, dass mein Bett dezent zu kurz ist. Ich habe keine Fußfreiheit mehr. Was denkst denn du, warum ich jetzt nicht mehr in meinem Bett schlafe und mir das Bett von meinen Eltern geklaut habe? Ja, aber wäre das Keyboard nicht da, wäre das kein Problem. Ob ich 1,50 lang ist und ich bin 1,54. Hm. Das ist ein bisschen problematisch. Ich bringe bloß nicht auf meinen Keyboard-Notenständer 5 Seiten an Noten drauf, also musste ich erstmal mein Keyboard da runterräumen. Und jetzt schläft das Keyboard neben mir. Ja. Beziehungsweise an meinen Füßen. Alles ja, Gliederkörper wie immer. Wobei, dabei machen wir uns Sorgen, ob du mehrere davon hast. Ja. Ist was? Nein. Hast du gerade ein Kompliment gemacht? Das war kein Kompliment, das war eher Sorgen machen um dich. Stell dir mal vor, das wäre doch voll unpraktisch. Da bräuchte man doch immer zwei Freundinnen. Da gibt's ja dann Zickenkrieg. Deshalb mache ich mir da Sorgen um dich, weißt du? So. Wie gesagt, ich will mal Schiedsrichter beim Gangbang werden. Och Mann, du stehst ja dezent an. In ihrem schönen, ihrem vollen... Nur mal als Frage, was soll man da bei Schiedsrichtern? Gruppe 1 hat gewonnen. Gruppe 1 hat mehr Kinder gezeugt. Ah. Wenn die von... Hilfe! Ich kämpfe gerade mit dem Skelett und von hinten schleicht sich ein Creeper an. Haha. Nee, nicht haha, sondern Genau. So, ich möchte mich dann eigentlich beeilen mit der 8. Folge und diese schneiden und hochladen, aber wahrscheinlich verspätet die sich heute. Ja. Weil das schaffe ich wahrscheinlich nicht, bis ich weg muss. Seit mein Computer kriegt das alles in einer Stunde weggerendert. Aber wer auf Instagram gesehen hat, gibt es da momentan immer noch dasselbe Problem. Was gibt's denn für ein Problem? Hilfe!
Hast du das, die Sache mit der Grafikkarte gesehen? Entschuldigung für meine emotionalen Ausdrücke. Was da ein wenig, naja, das sah ein wenig krüppelig aus, ne? Ja, du hast doch jetzt aber eine andere. Nein, ich habe meine alte hier drin und genau das ist ja das Problem. Das heißt, du kannst jetzt nicht ordentlich aufnehmen. Heute geht's eigentlich mal. Heute bin ich bei 60 FPS, wobei ich sonst immer 20 habe, aber mit der, aber gut. Ich habe momentan... Hey, der ist gerade von 61 auf 40 gesprungen. Was ist mit dem los? Nee, aber... Was hat der für Probleme? Und da steht ein kopfloser Zombie in der Gegend rum. Aber wenn du... die ist von der, vom GPU-Chip her relativ langsam. That means, das ist mit dem Rendern jetzt nicht so schnell. Weil wir wissen... Die heutige Software darauf ist, abgestimmt auf GPU orientiert und ja. Wenn du die nicht mehr brauchst, nehme ich die gerne. Du weißt ja, ich habe da ja noch ein 50 Jahre altes Projekt auf meinem Schreibtisch rumliegen. Ein alter Rechner, der gerne noch Rechner werden möchte. Hm. Auf dem ich dann. Naja, wie soll man sagen, ein bisschen rumrechnen möchte. Kannst du dir nächstes Mal mitbringen, ich hab's Mittelmeer gefunden. Aber was ich Schönes Mittelmeer basteln. Gefunden. Oh, ich bin voll im Inventar, ich muss mich mal töten. Oh, bumm. Ich bin noch ich nicht tot. Ich hab das Meer gefunden, ich hab's Meer gefunden. Ja. Ja. Ich habe Sand gefunden. Ah. Ich hab ganz viel... Ah. Was macht der Creeper in unserem Haus? Warum lässt du creepsige Gestalten in unser Haus? Ich würde gern wissen, wie der hier reingekommen ist. Ah! Das wollte ich eben auch sagen. Hilfe, hinter mir sind gerade zwei Creepsers gekriepsert. Mensch, hier ist, unsere Kisten sind einfach mal so voll. Mit zumeist unnützen Rohstoffen. Da! Ah! Noch einer. Hilfe! Ja. Was? Was hast du getut? Oder in die Luft gesprengt. Okay, du hast irgendein Kommando eingegeben, oder? Ja, ich habe einen Enderkristall gespawnt. Ah. Weil ich die Sprengkraft von einem Enderkristall statt vielleicht Kill verwenden wollte. Ah, der hat wahrscheinlich die halbe Welt mit weggebombt, oder? Nein, nein, nur Umkreis von 20 Blöcken. Meinte ich die halbe Welt. Hashtag Zombie. Hashtag Mark stirbt. Nein, ich kotze. Hallo. Was ist das für eine Unwürde? Das ist doch beides das Gleiche. Wie wir wissen. Herr Dr. Sommer, erklären Sie das mal bitte. Ich habe hier noch ein liebliches Salzlösungsgetränk, von welchem ich jetzt einen Schluck trinken werde. Oh oh. Wahrscheinlich wirst du jetzt dein Mikrofon dadurch zerstören. Ja, das habe ich mir auch gedacht, als der Herr Müller mir sowas verabreicht hat. Und ich habe bloß, dass der auch noch aufgepasst hat, dass ich das mindestens 2 Minuten im Mund behalte.
Ich hab's schon in den Topf geschluckt. Ja, ich durfte ja nicht hinterschlucken. Ich musste ja gurgeln damit. Aber mindestens 2 Minuten in den Mund lassen, damit du garantiert daran stirbst. Ja. No. Mag der dich eigentlich nicht? Oder warum hat er dir das angetan? Doch, der mag mich sehr. Ich bin sein liebster Schüler. Nein, das bin ich. Das sagt er aber auch immer zu mir. Nein, das sagt er auch zu mir. Ich bin total aufgeregt. You are my favorite student. Because you can so toll Englisch. Ja. Hallo. Was tun Sie da? Was wird das? Ich mach Platz für ein Gewächshaus. Darf ich schon mal die Grundfläche von dem Gewächshaus? Ja, ich hab sogar Holz, wenn du möchtest. Wobei. Entschuldigung, wollte ich nicht. Du könntest ja die Grundfläche aus Stein bauen, welchen du dir holen könntest. Also. Mach die Grundfläche aus Stein, für die Wände kannst du Holz verwenden. Hey, was war das? Mann, der ist total nervig, ne? Total nervig, der Kollege. Was ist hier los, ey? Bade, du altes Klötzchen-Hackel, ey. Hallo? Teleportiert der Kollege mich jetzt mal langsam hier? Ah, schön. Oh, ich packe mich schon wieder fest. Das klang gerade falsch, aber nun gut. Du bist tot. Echt? Ich stehe hier immer noch im Wohnzimmer auf dem Bett. Du standst schon wieder hier und ich hab dich gleich mal... Ach, okay, jetzt hab ich gesehen. Geschwertet. Geschwertet ist aber ein schöner Ausdruck. Ja. Der vermittelt so das... So das Gefühl von Mann zu Mann, wie man sich nicht leiden kann. Ja, also, Lehrer bringen Schüler um sozusagen, ne? Hören wir doch. Ja, ja, das ist schon so eine Knalltüte, ne? Kill the people. Wahrscheinlich guckt jetzt irgendeiner aus meiner Klasse hier zu und sagt dann, Herr Müller, der Max hat die Knalltüte genannt. Du hast ihn. Es muss ich ihm gleich erzählen, dass du ihn Knalltrüde gelandet. Knalltrüde. Ja, Knalltrüde. Du bist schon so eine Knalltrüde. Auf jeden Fall, der Herr Knalltrüde. Mit Vornamen Sigismund. Da gab es übrigens früher mal so ein Schlager, ne? Der hieß, was kann der Sigismund dafür, dass so, er so schön ist, ne? Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Musst du mal googeln, gibt's bestimmt ein Video auf YouTube. Also, ihr kennt ja Herrn Müller nicht, aber ich sag euch, ihr müsst ihn auch nicht unbedingt kennen. Wobei, der ist total schön. Wobei, Englisch mit sächsischem Akzent ist schon lustig. Oh Gott. Ah, cool, er ist tot. Ich bin heute wieder sehr suizidal gefährdet. Ja komm, jetzt bau hier eine Grundfläche aus Stein. Au. Du springst mir wahrscheinlich hinterher, oder? Nein. Okay, doch. Autsch. Das hat weh getut, ey. Leute umgebracht und danach suizidiert. Ja, das nennt sich auch Amoklauf. Falls du es noch nicht wusstest. Was? Das nennt sich auch Amoklauf. Amok. In der Schule. Ach ja. Genau, ich muss ja noch die DVD für das Ute bringen. Ja, gute Idee. Ich kann dir dann auch gleich noch am Montag was Neues geben, wenn du mir vielleicht meinen USB-Stick dann mitbringen könntest. Naja, das mache ich schon. Weil ich würde gern dir das Ding von dem Monika geben. Achso, okay, ja. Von das Frau... Ja. Genau. Welche Monika heißt. Und ihr Mann heißt Harald. Oh, Harald, geil.
Das, guck mal, da fliegt ein Geier, der hat riesengroße Turnschuhe an. Das ist so gemein. Nein, tut mir leid, das war böse. Nein, war es nicht. Es war lustig. Ich soll euch ja unterhalten, habe ich gehört. Ah! Bist du tot? Du lebst leider noch. Okay. Das ist das beste Beispiel dafür, dass man auch Spaß haben kann, während man krank ist. Ja. Okay. Lachen ist gesund, falsch. Hat mal jemand gesagt, ne? Was? Der Frank hat mal gesagt, ja, Lachen ist gesund. Ich bin übrigens auf Platz 1 von seiner Chat-Rangliste, ne? Weil ich habe 12 Zeiten geschrieben und war als mehr als eine Sekunde online. Ich sollte mich vielleicht auch mal anmelden. Ich packe euch mal einen Link in die Beschreibung zum Ohrschwerf-Blade-Chat. Das hat mein Mathe-Lehrer aus irgendeinem Grund gemacht. Und ja, das ist wirklich sehr lustig, weil der chattet einfach keiner. Aber ihr könnt ja anfangen. Der wird sich dann bestimmt wundern, was da los ist. Dann schreibt einer, der Max hat das gemacht und dann kommt der mal in den Unterricht und schmeißt mich erstmal achtkantig aus dem Fenster. Was tust du da? Mein Schwert ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Ich hab's mir gerade wieder geklaut. Ah. Ich hatte echt keine Ahnung, wo es hin ist. Es hat sich auf Miss. Genau. Ich bin gerade in die Monsterfalle gefallen. Bist du etwa ein Monster? Ja, ich bin ein Monster. Au, mein Hals. Ja, also ich würde sagen, da kommt dann der nette Frank in Unterricht und schmeißt mich dann erstmal achtkantig aus dem Fenster. Weil wahrscheinlich sein Server, der hält bloß maximal 24 Verbindungen gleichzeitig aus. Ich weiß nicht, woher ich das weiß, weil ich habe natürlich den Server nicht mit einer DDoS-Attacke angegriffen. Oh, nö. Max, natürlich habe ich das nicht getan. Wie groß soll denn das Ding jetzt sein hier? Ne, also Frau Meinelt, wenn Sie da schon was gehört haben, tut mir leid, dass ich das war. Wie groß soll denn das Ding jetzt hier sein? Mann! Hier, die ganze Fläche kannst du gerne ausfüllen. Kannst sogar noch ein bisschen Überhang machen. Ich habe sogar Stein für dich, wenn du bauen möchtest. Ja, den ich auch. Unterboden. Ich habe mir 4 Stacks mitgebracht. Ich kann dir noch mehr Stacks geben. Ich baue hier einmal 20 mal. Ach, ich habe dir noch hingelegt. 20 mal das, was da ist. Oh, bumm. Oh, Maxi ist tot. Aber Freunde, damit es für euch nicht ganz so langweilig wird, würde ich mal au sagen. Das war es erstmal von dieser illustren Runde. Oh, illust. Minecraft Season 523. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Die Kuh hört sich an wie ein Panzer. Ja, ja. Hier oben ist Monster Party auf unserem Haus. Ja, und ich würde nur sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bla 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 blieb blub 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 bla. Au. Okay, das Haus liegt in Asche. Ja, ich seh's. Und damit können wir auch diese illustre Runde beenden. Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Etage. Drückt 1, 2 oder 5 Daumen, wenn ihr ein Mutant seid. Und schlagt sie so lange, bis sie grün sind oder abfallen. Aua, das ist ja abartig. Und dann quält eure Tastatur so lange, bis ein gut aussehender, sexy Kommentar in der Kommentarbox steht. Und quält den Abo-Button so lange, bis sich die SQL-Datenbank von YouTube aufhängt, aufgrund zu vieler Zeichen. Ja, das war's. Tschüss. Tschüss.